Motorsport und Breitensport garantiert kein Widerspruch. Morgen fällt der Startschuss zum vorletzten Rennen des Langstreckenpokals auf dem Nürburgring. Teilnehmen dürfen tuningbegeisterte Autofans und natürlich auch professionelle Rennteams. Im vergangenen Jahr mit vorne dabei Patrick Brenndörfer und Martin Müller im 240 PS starken Volvo S40. In diesem Jahr allerdings hapert es etwas an der Technik, auch im letzten Rennen ein Ausfall wegen eines Getriebeschadens. 150 Piloten werden am Samstag die Herausforderung Nordschleife in Angriff nehmen. Zu gewinnen gibt's klar viel Ruhm und über 20.000 Euro Preisgeld.